Servus, heute gibt es wieder mal Get Ready With Me, weil es einfach nachgefragt worden ist. Ich habe ja eine Verlosung gehabt, wo ich meine E-Mail-Adresse unten verlinkt habe. Und ja, ich wurde sehr oft gefragt, warum es keine Get Ready With Me's mehr gibt. Und jetzt habe ich mir gedacht, na dann mache ich halt wieder mal eins. Ich mache das sehr gerne, ich habe nur gedacht, das ist nicht so wirklich interessant. Und ja, ich habe mein Schminkköfferchen hierher geräumt. Da sind alle Sachen drinnen, die was ihr gestern auch schon gesehen habt. Ja, das ist jetzt vor dem gestrigen Video. Also, ich mache das jetzt, ich drehe heute beide Videos sozusagen. Aber ich wollte euch einfach mal sagen, was da so drinnen ist und das gleich mit euch einmal testen. Und was ich damit machen will, eben ausprobieren mit euch. Und ja, wie gesagt, es wurde oft gefragt, wie es mal geht, weil ich gesagt habe, dass ich mich verletzt habe. Und gehen wir ein bisschen zum Auge zurück, dann werde ich gerne mit dem Auge anfangen. Mir geht es jetzt dann eigentlich sehr gut und sudele. Es passt da wieder alles, sofern ich nicht einen Schlag auf den Bauch kriege, also auf meine Rippen kriege, passt alles sehr gut. Und solange ich nicht viel zu viel atme, aber nicht zu stark einatme, tut es eben weh. In die gebräunten Rippen eben, das ist ja ganz normal. Fangen wir mal mit Sneak an. Und zwar habe ich da die Brime Palette benutzt. Ich werde die Brime Palette benutzen, ich habe sie noch gar nicht benutzt. Und ich überlege gerade, welche Farbe ich benutze. Nehmen wir eins, wo ein bisschen noch was drinnen ist vielleicht. Nehmen wir mal das Rot, das habe ich selten benutzt. Ein bisschen dunkel. Besser. Ja, da komme ich gar nicht rein mit meinen Nägeln. Das ist aber toll. Ja. Und viel so zum Erzählen gibt es eigentlich gar nicht, weil ich jetzt dann eben, wie gesagt, sehr lang gelegen bin und jetzt habe ich mir das mal überall hingeschmiert. Okay, Rot ist vielleicht... Oh mein Gott, Rot ist wirklich rot. Ja. Das ist ein bisschen viel rot. Muss ich ein bisschen punktueller auftun. Trotzdem tun wir weiter mit Rot. Ist ja wurscht. Es soll sowieso ein rotes Make-up werden, deswegen ist es jetzt gar nicht so schlimm. Ich werde es aber trotzdem ein bisschen mit diesen Toner mischen, diesen, keine Ahnung, Beach-Ton da, dass es nicht allzu rot ausschaut. Und Beach ist ja auch noch so ein bisschen ins Rötliche gehend. Ja. Es waren die letzten Tage halt ein bisschen härter für mich, eben dadurch, dass ich halt sehr viel liegen habe müssen und mit den Kindern sehr wenig machen habe können. Aber ich freue mich, dass das jetzt wieder vorbei ist und dass ich jetzt dann wieder fitter bin wie vorher. Und ja, nehmen wir gleich mal von dieser Palette den weißen Ton und tun das ein bisschen, wie nennt man das, auftragen, dass es nicht allzu schwer das Rot dann zu verblenden ist, wenn ihr dann die roten Farbtöne nimmt. Ja, was soll man sagen? Es ist ziemlich fleckig. So. Und für die Weihnachtsgeschenke habe ich auch schon eigentlich alles eingekauft, nur für meinen Freund habe ich noch immer nichts und ich weiß echt nicht, was ich meinem Freund kaufen sollte. Also mir fällt einfach nichts ein, weil das ist einfach das Problem, er kauft sich alles selbst. Er kauft sich einfach alles sofort selbst. Er wartet dann nicht, er kauft einfach sofort. Da denke ich mir manchmal, im Endeffekt könnte er ja einmal sagen, was er braucht, aber er kauft einfach alles sofort. Das ärgert mich. Das ärgert mich nämlich wirklich, weil ich denke mir öfters einmal, was soll ich mir überhaupt noch kaufen? Weil es ist meistens ja eh nichts, was er braucht. Und jetzt ist es langsam ein bisschen knapp schon, dass ich mir überhaupt noch was kaufen kann, weil jetzt dann ist er zu Hause. Bis Weihnachten, ja. Dann nehme ich von Colourpop, die waren ja einmal total modern und gehypt, diesen Erotik, diesen ganzen roten da, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, wo ich mir den gekauft habe. Keine Ahnung. Und will mir den ein bisschen in dieses Dings da, in die Grease setzen. Ja. Aber irgendwas muss mir jetzt noch einfallen. Er hat ja sehr gerne The Walking Dead oder... Ja, sonst weiß ich nicht. Harley Davidson hat das sehr gerne, aber ich weiß nicht, was ich ihm von Harley Davidson kaufen soll, weil er hat einfach schon alles und ich will ihm jetzt auch nicht irgendein Glumpert kaufen, was nur rumliegt. Ja, keine Ahnung. Was ich jetzt machen werde, sonst kriegt er ein Pflegeset von mir, aber Männer und Pflegeset kaufen, ich weiß es nicht. Braucht er das wirklich? Eigentlich benutzt er meine Sachen genauso mit. Und wenn er jetzt was Eigenes hätte, benutzt das eh nicht. Ich habe ihm einmal so ein Bordöl gekauft, zum
wann war das? Zum Geburtstag, eh dieses Jahr. Und wenn wir ehrlich sind, er benutzt es sehr, sehr selten. Und ja, das wird sie ja noch ein Jahr lang, also jahrelang halten, weil er es einfach kaum benutzt. Und irgendwie, da baue ich das gerade überhaupt nicht auf. Naja. Aber ist eigentlich auch mein Problem. Aber wenn ihr Ideen habt, bitte unten in die Kommentare schreiben. Jede Idee wird überlegt, ob es vielleicht die richtige ist. Aber es ist halt auch schwer. Bei Männern ist es immer so schwer. Bei Frauen weiß man einfach, was man sich dann kaufen kann. Dann gehe ich weiter mit dieser Palette und nehme diesen Rotton wieder rot. Also das ist eigentlich kein Rotton. Das ist so, wie kennt man das nennen? Das ist so ein rotbräunlicher Ton. Also eigentlich ein wundervoller Ton. Den werde ich jetzt dann aus bewegliche Lid setzen. Und oh, der hat ja vollen Fallout. Genau, deswegen habe ich die nie so benutzt. Genau, jetzt weiß ich wieder, die habe ich mit dem Finger benutzt. Sonst haut das nicht hin. Ja, genau. Das war jetzt ein bisschen sehr viel Fallout. Das tue ich jetzt dann einfach so mit dem Finger auftragen, weil das einfach sonst nicht geht. So. Ja, mal schauen, wie das jetzt ausschaut, aber jetzt habe ich das unter dem Auge extrem viel. Egal, Concealer wird das wieder wegmachen. Habe ich überhaupt einen Concealer da reingepackt? Nee, ich werde dann Concealer da. Was soll man machen? Aber ich glaube, ich werde das halt jetzt so lassen. Es ist eigentlich, ja, gar nicht so schlecht. Ich werde das jetzt nur noch oben ein bisschen ausblenden und zwar mit diesem Ton da. Mit dem gleichen Pinsel. Nur ein bisschen abstauben vorher. Und mal schauen, ob der dann auch so viel Fallout hat. Nee, der hat nicht so viel Fallout. Ich glaube, das ist einfach dieser dunkle braun-rot-Ton, der was ziemlich viel Fallout hat. Nee, der hat da gar keins. Da kann man im Böttchen herumkratzen, da kommt einfach nichts raus. Okay, das ist besser. Und das ist dann trotzdem sehr viel am Pinsel. Also das hofft da ein bisschen besser. Das Rot ist zum Verarbeiten etwas schwieriger. Für mich. Kann für euch vielleicht leichter sein. Gut, dann habe ich mir gedacht, einfach nur einen Lidstrich. Und zwar habe ich da von Maybelline diesen da. Ja. Habe ich wahrscheinlich eh schon öfters einmal, habt ihr vielleicht eh schon mal öfters bei mir gesehen. Jetzt habe ich mir ins Auge gestochen damit. Ein bisschen, der ist ausgetrocknet. Ich muss das ziemlich fest andrucken, dass da überhaupt was aufs Auge kommt. Und ja, es ist ein bisschen schwer zum Arbeiten, wenn das schon so halb ausgetrocknet ist. Werde wahrscheinlich jetzt nur noch dieses Jahr benutzen und dann nächstes Jahr werde ich ihn wegschmeißen, weil ja, man sieht, dass er ein bisschen matter ist. Und also matt ist er sowieso, aber so nicht mehr wirklich schön Farbe abgibt. Also man sieht, dass er schon über dem Verfallsdatum ist. Gut. Aber auch nicht so dramatisch jetzt sein. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ja, ich glaube, die Augen habe ich gemacht. Jetzt werde ich nur noch die Wimpern verschrauben. Ich habe jetzt extra die was ein bisschen Farbe abgeben sollte, dass es ein bisschen sich einfärbt, die Farbe. Dass ich dann einfach wieder ein bisschen dunklere Wimpern habe. Weil es ist einfach, ich habe halt sehr helle Wimpern. Wenn ihr das seht, also die sind wirklich hell. Die kommen erst dann zur Geltung, wenn ich sie tusche. Und wenn ich jetzt total ungeschminkt aus dem Haus gehe, sind die sowieso total weiß und durch das haben sie dann halt wenigstens noch ein bisschen Tusche drauf, also ein bisschen Farbe. Ich habe schon überlegt, ob ich sie mal färben werde, aber ich habe einfach jetzt im Moment keins zu Hause und so will mir jetzt auch nichts Neues kaufen. Weil ich habe auch noch kein Aufgebraucht-Video diesen Monat gemacht, was euch das aufgefallen ist. Also ich habe kein Aufgebraucht-Video gemacht, weil ich einfach krank war und da ist jetzt eine Zeit, die jetzt nicht ausgegangen. Aber sobald. Also ich glaube, ich werde nächstes Jahr erst mal aufgebraucht Video machen. Oder im Dezember. Oder vor Weihnachten noch. Muss einmal schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich es vor Weihnachten schaffe. Jetzt werden jetzt auf jeden Fall noch ein paar Sachen aufgebraucht und dann mache ich erst wieder einmal ein riesengroßes. Es ist zwar schon das ganze Körbel total voll, aber es sind eben keine interessanten Dinge dabei, wo ich jetzt voll erzählen könnte. Es sind eher so unaufregende Dinge dabei. Deswegen habe ich mir gedacht, ich warte noch ein bisschen noch ein paar aufregendere Sachen dabei. Sind aufregend, ganz aufregende Sachen. So, jetzt dann habe ich diesen Master Color von Maybelline da
Und ich werde es jetzt auch einmal probieren, das vielleicht ein bisschen dort zu benutzen. Ich habe ja keine Ahnung, wie man den wirklich benutzt. Wo ich ihn mit den hellen sollte, aber ich nehme das jetzt einfach einmal, um da unten den roten Rouge, oder der rote Fallout, den was ich da habe, zu verdecken. Und den dunklen nehme ich natürlich für Kontur, ne? Das ist aber nicht viel gerade gewesen. Egal, verblenden. Ich fange aber erst unterm Auge zum Verblenden an, dass ich nicht das Dunkle dann unterm Auge habe, weil das wird nicht gut ausschauen. So. Ich habe nämlich mein Essence Concealer gerade nicht bei Hand. Also ich hab den jetzt nicht gefunden. Ich weiß nicht, den habe ich, bevor ich krank war, irgendwo hingeräumt. Und den finde ich jetzt leider nicht mehr. Das ist natürlich schlecht, wenn man als Frau, als Mutti keinen Concealer findet. Deswegen hoffe ich, dass der jetzt dann auch passt. Aber ich glaube sogar, dass man den als Concealer auch benutzen kann. Contouring, okay. Aber da steht da, ja, Contouring. Ja, nur Contouring und Highlighter. Also eigentlich sollte das, was ich jetzt unterm Auge habe, ein Highlighter sein. Naja. Das Leben ist halt manchmal ein bisschen hart, da muss man das halt so machen. Nee, kein Spaß jetzt haben. Das ist wohl das Unwichtigste, wohin der kommt. Ich finde als Highlighter eben sowieso nicht wirklich gut. Im Moment so schiere Haut, ich habe so viele Böhrchen. Böhrchen? Ja. Das ist jetzt ein bisschen konturiert. Ich überlege gerade, ob ich Make-up überhaupt auftragen werde, weil... Für was? Ich hätte keine Lust auf Make-up. Aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall Augenbrauen-Dings noch holen, weil das habe ich jetzt gerade da. Ich habe jetzt noch diesen Augenbrauen Give Me Brow von Benefit Cold, weil ich will den endlich einmal aufbrauchen. Ich finde den einfach nicht gut. Der ist einfach nicht meins. Aber ich brauche dafür, glaube ich, einen Spiegel, weil über die Kamera sehe ich das ganz schlecht. Aber ich weiß nicht. Irgendwie macht er zu wenig. Und ich weiß es nicht. Ich finde den von Essence. Wo ist das Essence? Ich glaube, Essence ist der besser. Es gibt so manche Dinge, die was man auch von der Drogerie sehr gut kaufen kann, finde ich. Ja. So. Er gibt einfach sehr wenig Farbe ab und ärgert mich mal ein bisschen. Und von NYX das Puder habe ich sowieso am allerliebsten im Moment. Aber war auch schade, wenn das Give Me Brow jetzt dann da einfach vergammeln wird. Deswegen will ich es jetzt trotzdem noch aufbauen. So, ich glaube, das war es jetzt. Ich habe da zwar einen Pickel auf der Nase, weil ich gerade, ob ich den noch irgendwie aufdecken sollte. Ich nehme jetzt mein Make-up trotzdem noch einmal her. Also das ist so ein All-in-Wonder Primer, Pflege, Concealer, Foundation und Buddha Finish. Ich würde nicht sagen, dass es das alles macht. Aber über das kommt wahrscheinlich noch ein eigenes Video. Jetzt werde ich nur da noch ein bisschen da, wo ich Pickel habe, ein bisschen überdecken, dass es ein bisschen geebneter ausschaut. So. Man braucht ja nicht unbedingt zu viel jedes Mal rauf tun. Man muss es nur schön ausblenden, dass man es nicht sieht, dass man Make-up oben hat. Oder dass man sieht, dass Make-up oben ist, aber dass man nicht den Rand sieht. Wisst ihr, wie man gerade ein bisschen über die Nase, dass es ein bisschen heller ist und da bin ich jetzt ein Rot. Na toll. Aber das schaut irgendwie nur über die Kamera so rot aus. Ja. So. Gut. Besser, glaube ich. Ich will gar nicht zu viel Make-up, weil es ist einfach keine Ahnung. Im Moment will ich nicht zu gekleistert sein, weil mir kommt das vor, wenn man dann raus in den Schnee geht, dass es draußen einfach sehr, sehr kalt bei uns ist. Also ich kann ja einmal rausschwenken, wie es bei uns ausschaut. Seht ihr das? Und ja, wenn es so kalt ist, dann ist es einfach nicht so angenehm, wenn so viel drauf ist. Mir kommt vor, dass das frostet dann so im Gesicht. Gut, das war es jetzt im Endeffekt auch schon, oder? Highlighter könnt ihr noch einen aufsetzen. Ich habe jetzt einen
den Mimimi-Highlighter da drinnen, den goldenen. Den habe ich jetzt schon eine Zeit lang benutzt und ich finde den eigentlich voll gut. Als erster war ich total enttäuscht, dass ich einen goldenen Highlighter drinnen habe. Aber gerade für die Jahreszeit jetzt drin, vor Weihnachten, finde ich die goldenen Highlighter einfach super schön. Und ja, was, da finde ich auch sehr gut. Gut, ein bisschen Highlighter. Highlighting. Und der gibt dann nicht so einen extremen Highlight, aber es ist so ganz ein natürlicher, angenehmer. Ich will jetzt eigentlich die Blush drin, den will ich jetzt aber nicht auftragen. Auf die Lippen werde ich jetzt noch was Goldenes drauf tun. Ja, das ist. Den habe ich aus China. Ganz billiger. Oh, der ist cool. Aber dafür brauche ich wieder einmal einen Spiegel. So, und eigentlich ist jetzt mein Make-up auch schon für heute fertig. Das ist jetzt so ein ganz normales Make-up, was ich wahrscheinlich jetzt den ganzen Dezember tragen werde. Weil für mich hat ich das jetzt auch nicht in sich. Ich habe eher ein bisschen weniger reingetan. Einfach nur, weil ich ein paar Sachen benutzen will. Und ja, so werde ich wahrscheinlich jetzt den ganzen Sommer rumlaufen. Den Sommer, den Winter rumlaufen, also den Dezember rumlaufen, dieses Jahr noch. Und bei der nächsten Box nehme ich wieder mit, wenn ich was anderes mache. Aber ich finde, es passt. Was meint ihr? Es passt jetzt natürlich nicht mit was Pinken zusammen, was Rotes, aber es wirkt eher ein bisschen pinklich, gell? Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bis dahin, für euch!